Und somit ein herzliches Willkommen hier zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla mit mir, Luzi. Schön, dass ihr da seid. In der heutigen Folge werden wir alle Rätsel von East Sexe machen. Das erste ist direkt hier unten. Wir befinden uns hier auf der, ja, ungefähr in der Mitte, bisschen links von der Karte. Und da wird unser erstes Rätsel beginnen. Schön, dass ihr da seid. Wir gucken mal, was uns heute so erwartet. Ja, ist ziemlich wild. Ziemlich laut auch. Warum jault ihr so? Wir sind eine Bardentruppe, die mit Musik heilt. Wie eine Arznei. Doch dieser Irre, der sich selbst zum Bischof der Trümmer ernannt hat, lehnt uns ab. Er sagt, wir klingen wie des Teufels Dudelsack. Dieses seltsame Instrument aus einer Blase und Knochen? Das klingt eher wie ein altes Klageweib. Er verscheucht unser Publikum mit seinem Untergangsgerede. Dabei haben wir solche Sehnsucht nach Musik. Ein hehres Anliegen. Vielleicht muss er von eurem Talent überzeugt werden. Du würdest uns helfen? Hilfe-Hurra! Du magst auch Musik! Das ist ein gutes Zeichen. Muss ich mit dem sprechen jetzt, oder was? Warum erlaubst du dem Jungen nicht zu spielen? Er bringt den Menschen Freude. Musik ist der Darmwind des Teufels, ranzig und faul. Ich als Bischof der Ruinen werde das nicht dulden. Bischof der Ruinen? Ist dieser Titel von Alfred? Nein, von Gott selbst. Er sprach zu mir, als ich eines Tages auf diese Steine pisste. Ich bin sein Instrument, das diesen Teufelsklang zermahlen soll. Da bin ich aber anderer Meinung. Muss ich ihn killen jetzt, oder was? Yo, what the fuck? Okay. Schlägerei, Leute. Man findet hier keine Ruhe. Das war's schon, der war ja einfach. Du hast uns große Dienste geleistet. Darüber werde ich ein Lied schreiben. Möget ihr weiter holdes Lied gut ersinnen. Yeah! Dann kann die Party aus hier weiter steigen, Leute. Das war das erste Rätsel. Eigentlich ziemlich einfach. Wir wollen nur deine Seele. Sehr nice. So, ich bin immer schnell zu Rätsel Nummer 2 hingelaufen. Das ist wieder so eine Abgabequest. Die befindet sich ein bisschen nördlich, direkt an den Grenzen. Und zwar müsst ihr abgeben 50 Eisenerz. Das ist ja mega easy. Ich werde ganz rot. Und darum machen wir das kurz. Wie tot. Zack. Eisenabgabe hier, Eisenerz, 50 Stück hier, ganz easy. Ich glaube, das kriegt man einfach, wenn man normal das Game spielt, ganz einfach. Also das ist echt kein Problem hier. Ich glaube, Südechse geht nicht so lange. Ich meine, die anderen Folgen waren echt lange mit den Rätseln, aber ich glaube, diese Rätselquests hier alle sind mega schnell vorbei gleich. Wahrscheinlich gleich, oder? Altar von Weldenu. Das nächste Rätsel muss ich nicht mal einen Cut machen, das ist nämlich direkt daneben. Im selben Ort. Und zwar ist es der gute Mann da hinten wahrscheinlich, ne? Ja. Warte mal kurz hier. Was machst du hier mitten im Nirgendwo? Ah, jemand besucht Chiada, den Verblüffer, den verwegensten aller Rätseldichter. Hält dein Verstand meinen Rätseln stand? Es gibt Kuchen, wenn du es schaffst. Für Kuchen löse ich jede geistige Herausforderung für dich. Meinen Kopf schmiedete ein Hammer. Scharfes Werkzeug schnitt mich. Ich ward glatt gefeilt. Ich gehe in den Mund, der vor mir liegt. Oh, ein Fisch? No, okay, warte, Schlossschlüssel, ermordete Mann, Fisch. Wir hören es doch mal an. Meinen Kopf schmiedete ein Hammer. Scharfes Werkzeug schnitt mich. Ich ward glatt gefeilt. Ich gehe in den Mund, der vor mir liegt. Ja, Schloss und Schlüssel dann, ne? Eisen mit Werkzeug bearbeitet? Der Mund könnte ein Schlüsselloch sein. Also Schlüssel und Schloss? Wundervoll! Dein Verstand glänzt. Aber gut, hier kommt noch eins. Ich sah ein komisch Dingen, gar wunderlich geformt, in der Metstub singen. Sein Schnabel unten stand es auf breiten Beinen, die nie laufen. Hä? Ein Dudelsack, ein Stuhl? Ah, ein Stuhl, oder? Viele sitzen in einer Metstube und ein Stuhl hat Beine. Aber Singenstühle? Oh, nee. Haben sie einen Schnabel? Nein.
Vielleicht ist das letzte Rätsel leichter für dich. Mein Tränendach treibt mich weithin fort auf meinem Racheweg. Wenn ich den Wald erschüttere, rüttle ich manche Frucht vom Baume. Ein Riese, ein verschmähter Liebhaber, ein Sturm. Ein Sturm, oder? Regenwolken bedecken die Erde wie ein Dach. Blitz und Donner fegen die Eicheln vom Zweig. Ist es ein Sturm? Du bist ja heller als die Himmelslaterne. Ein guter Versuch, aber so manches ist dir entgangen. Und mein Kuchen? Längst gegessen, aber nimm das hier. Hey, das ist trotzdem gezählt? Nee. Ich sah ein komisch Dingen, gar wunderlich geformt, in der Metstub singen. Sein Schnabel unten stand es auf breiten Beinen, die nie laufen. Ein Dudelsack? Ein Vogel? Ja, das ist ein Dudelsack, oder? Etwas, das singt. Ein Musikinstrument. Dieser Beutel, der heult und pfeift. Ein Dudelsack. Eine Sackpfeife. Meine Worte hielten deinem Verstand nicht stand. Solch ein Können verdient 3 Kuchen. Aber leider habe ich keinen. Der Kuchen war eine Lüge? Nicht schmollen. Hier ist eine Belohnung, die viel angemessener ist. Auf bald, Tjada. Deine Rätsel waren eine willkommene Abwechslung. Verweile noch etwas. Lies dir mein Gekritzel durch. Alles klar. Nice. Weltereignis abgeschlossen. Der Rätseldichter. Ja, nicht so schwer. Ich bekomme nicht viel Besuch. Du lässt meinen Verstand aufblühen. Nicht so schwer. Wenn man genau zuhört, ist eigentlich ganz easy. Wir gehen weiter. So, wir müssen gleich da sein beim nächsten Rätsel. Das scheint hier in der Hütte zu sein. Mit einem Wolf. Oh. Auf der Karte befindet sich das hier weiter östlich. Und wir gucken mal, was das hier so... Ich glaube, der braucht einfach Hilfe. Nee, warte mal, der Wolf ist das Rätsel. Oh, fuck. Okay. Okay. Oh, ich habe keine Pfeile mehr, fuck. Ich vermisse ihr sonniges Antlitz, aber die Verhilfe. Meine verwaisten Lenden und dünnen Arme sind ihnen nicht gewachsen. Ja, ich komme ja schon. Okay, das war's. Muss man das safe irgendwo wieder reinklettern, oder? Die will jetzt Blumen von mir. Hier sind Blumen. Hübsche blaue Blume. Sie wurde wohl verriegelt. Oh! Du hast mich also hereingelockt. Erkläre dich. Es ist einfach so lange her, dass hier jemand langgekommen ist. Und ich wollte sicherstellen, dass du mich besuchen kommst. Indem du dich als schöne junge Maid ausgibst? Meine Mutter erzählte mir früher Legenden von vergessenen Königen, magischen Schwertern, die aus nebligen Seen auftauchen. Oft gab es eine holde Jungfrau, die einsam eingesperrt war. Ich habe mich in diese schöne Fantasie verliebt. Viel romantischer als ein Mann, der die Stunden bis zu seinem Ableben zählt. Ein trauriges Schattenspiel. Wo ist deine Mutter jetzt? Seit 3 Jahren tot, begraben unter ihren Lieblingsblumen. Ich wollte fortgehen, doch ich ertrage es nicht, sie zu verlassen. Du sollst in die Nähe andere Leute ziehen. Ja. Deine Mutter würde nicht wollen, dass du einsam bist. Verlasse dieses Trauerhaus. Du hast recht. Sie war immer so glücklich, lachte und sang. Es würde ihr das Herz brechen, mich so alleine zu sehen. Die Trauer darf mein Herz nicht in Ketten legen. Ich suche mir Arbeit im Dorf. Vielleicht treffe ich ein Mädchen und gründe eine Familie. Und dann erzählst du Geschichten von Königen, Helden und holden Jungfrauen. Danke, Fremder. Du hast in mir die Hoffnung auf ein süßeres Leben geweckt. Das gehörte ihr. Nimm es. Mich macht es nur noch traurig. Ich hoffe, du findest, wonach du suchst. Leb wohl. Halskette hat er mir gegeben. Okay. Schön, dass du hier warst. Ja, gerne. Das war ein schöner Trupp. Die Wölfe sind weg, by the way. Okay. Mutter, Ereignis abgeschlossen. Willkommen beim nächsten Pilzrätsel. Das befindet sich hier ganz im Norden von East Sachse. Wir gehen da direkt rein und essen hier mal ein bisschen den einen oder anderen Fliegenpilz.
Okay. Wir haben hier ein Trugbild. Perfekt. Also, was haben wir hier? Wir müssen Flammen aktivieren wahrscheinlich, ne? Gut. Wie finden wir jetzt raus? Blaues Schild. Blaues Schild. Ah, das ist eine Frau. Das ist ein Mann. Okay, machen wir mal die Frauen. Blau. Das Schild ist auch blau. Das ist auch ein Hintergrund. Das ist auch eine Frau. Wir machen mal die Frauen blau. Vielleicht ist es auch schon die Lösung. Das ist ein Mann. Das ist ein Mann. Okay, scheint nicht aufzugehen. Das ist auch ein Mann. Warte mal, Frau. Frau. Mann. Mann. Ach, hier ist noch eine Frau. Lol, das war's tatsächlich. Okay, die Frauen. Bei den Frauen muss das Feuer blau sein. Und bei den Männern, bei den Wikingern, dann rot. Und bei den Schildmeiden halt blau. So. Gut, einfaches Rätsel. Nice. Trink am Feuer, lauf Schrittschuh auf Eis, kauf mager das Ross und stumpf das Schwert. Tu dies und sei zufrieden mit deinem Los. Das war einfach, wenn man ein bisschen genauer hinschaut. Fliegenpilz abgeschlossen! So, wir sind hier im Wald von Eppinger. Beim nächsten Rätsel, das befindet sich hier, direkt in der Mitte der Karte. Und hier haben wir direkt eine Ansammlung von Menschen. Oh, die... Sind die sauer? Was macht er? Warum betet ihr hier? Wir beten für die Stärke, uns dem zu stellen, was in der Höhle lebt. Ein Teufel in Menschengestalt, der die Bestien befehligt. Oft schon haben wir ihn gesehen, wie er wilde Tiere füttert und mit ihnen spricht. Nicht einmal die Wölfe fallen ihn an. Seid ihr sicher? Ihr Christen erkennt schnell den Teufel in Dingen, die ihr nicht versteht. Die Vögel in diesem Wald sind rastlos und greifen schnell an. Erst gestern stahl ein Fuchs ein Kind aus seiner Krippe. Ohne Zweifel, er, der rückwärts läuft, ist unter uns. Entweder wird er dort herauskommen, oder wir werden hineingehen. Dann lass uns reingehen, oder? Komm, wir gehen rein. Sei vorsichtig! Sprich nicht mit ihm! Deine unstarken Seele. Ja, ja, bla bla. Ist das ein Menschen- oder eine Tierhöhle? Oh mein Gott, das ist ein fucking Bär. Wait, der ist friendly? Cool. Du lebst mit deinem Bären zusammen. Stimmt es, was der Mönch sagt? Tiere sind meine Freunde. Ich höre sie und sie hören mich. Den hier haben sie verletzt. Und nun wollen sie mir auch etwas antun. Aber hetzt du deine Tiere auch auf Menschen? Wer meinen Freunden weh tut, dem tue ich weh. Aber niemals einem Kind. In Kent wurde ein Mann von Tieren des Waldes belagert. Er wurde von Ratten getötet. Dann hat er es verdient. Er hat eine Wölfin wegen dem Fell getötet. Sie war schwanger. Woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Nee, er verdient es eigentlich nicht zu sterben. Nee. Du verteidigst nur die, die du liebst. Bleib hier und sorge für deinen Freund. Ich kümmere mich um die Mönche da draußen. Töte sie nicht! Das will ich nicht! Verscheuch sie nur! Sie haben nur Angst vor Tieren, weißt du? Ja. Machen wir das, ne? Aber ich bin jetzt hier nicht bereit, jemanden zu töten, der einfach nur Tiere hier in seiner Höhle schützt. Ich meine, er hat ja nichts getan. Na, was ist los mit ihm? Was ist los mit denen, meine ich, so? Der will einfach hier alleine leben, lass ihn doch einfach. Hast du ihn erlegt? Oder hat dich seine Teufelszunge übermannt? Aber ich kann ihn töten jetzt. Hallo, Bär. Ich weiß nicht, ob du bist, was sie glauben. Aber ich habe mich um deine Peiniger gekümmert. Sie haben meine Klinge gespürt. Blut bringt Blut. Mehr werden kommen. Alles wird schlimmer. Eivin und ich gehen besser fort. Ich tat, was ich konnte. So lebe wohl und viel Glück.
Ja, ich reden konnte ich mit dem nicht. Ich hatte die Option nicht. Teufelsloch. Rätsel abgeschlossen. Na gut, gehen wir weiter. Willkommen beim nächsten Rätsel, Leute. Ein Spottstreit. Und zwar hier in der Stadt von Colancaster. Ja, mal gucken, wie der so abgeht hier. Was er für Skills hat. Guten Morgen, guten Morgen. Ich stehe hier für Lady Alette von Colancaster, die berühmte Meisterin des Wortgefechts. Wünschst du eine Audienz? Ich habe nie von ihr gehört. Wenn ich dich so ansehe, wundert mich das überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz, wünschst du sie herauszufordern? Ja, das will ich. Oh ja. Wie närrisch. Aber die Ehre ihrer Gegenwart dürfte dich für deine wohl sicher beschiedene Niederlage entschädigen. Lady Alette, deine Spottstreitkünste sind gefragt. Oh, ein Bauer? Du kommst wegen eines Wortgefechts? Gut, offenbare deine Almosen. Hoher Einsatz. Hier, bitte. Recht dürftig. Aber ich nehme es für die Lady an mich. Sie wird eröffnen. Es gab viel schon zu hören über dich, armer Thor. Du bist weich und so klug wie ein Schaf. Meine Verse sind sehr wohl bekannt hier im Land. Hä? Du blabberst nur gern, kommt's mir vor. Doch es sind noch die meisten gerannt. Denn sie bringen uns alle in den Schlaf. Das erste, oder? Du plapperst nur gern, kommt's mir vor. Und der war schlecht. Wirklich furchtbar. Ach, du hältst dich für klug, du beeindruckst mich fast. Aber eigentlich tust du mir leid. Denn ich frag mich, wie willst du tatsächlich gewinnen? Eine Runde noch, dann bist du hin. Ich besieg dich, dann weißt du Bescheid. Im Gezänke ist auf mich Verlass. Hä? Das hört sich alles irgendwie komisch an. Ich besieg dich, dann weißt du Bescheid. Nichts als Glück. Dein ärmlicher Anblick lässt Mitleid erblühen. Keine Schönheit, kein Witz und kein Geld. Aber doch sprech ich noch deinem Leiden zum Trotz. Mit dem kläglichsten Worten der Welt. Ach, wie mies deine Worte sind Rotz. Ja. Ach, wie mies deine Worte sind Rotz. Das war recht daneben. Hä? Und wieder fällt ein armer Tropf dem weltgewandten Witz der Lady Alette. Ja, was ist denn das? Wie redet die denn? Das ist doch mega komisch. Mein Herz weint für dich und deinen schwachen Verstand. Nichts reimt sich bei der. Was ist denn los? Eines Tages erneut versuchen. Ja, das ist einfach Cheaten. Das werde ich sicher. Das ist Cheat gewesen, Leute. Wir machen das nochmal. Guten Morgen. Ja, bla bla bla. Du plapperst du gern, kommst du vor. Doch es sind noch die meisten gerannt. Doch es sind noch die meisten gerannt. Wirklich furchtbar. Hä, ich check die Quest nicht, ohne Scheiß gerade. Du hältst dich für klug, du beeindruckst mich fast. Aber eigentlich tust du mir leid. Denn ich frag mich, wie willst du tatsächlich gewinnen? Okay, das war das Zweite. Ich besieg dich, dann weißt du Bescheid. Nichts als Glück. Dein ärmlicher Anblick lässt Mitleid erblühen. Keine Schönheit, kein Witz und kein Geld. Aber doch sprech ich noch deinem Leiden zum Trotz. Ja, mit den kläglichsten Worten der Welt. Mit den kläglichsten Worten der Welt. Wem hast du das denn gestohlen? So ward Lady Alette also doch glatt besiegt. Und ihr Herold steht in meiner Schuld. Denn sie hat ihren Gegner wohl stark unterschätzt. Und das Schicksal war heut ihr nicht huld. Zahle diese Gestalt aus und schicke sie weg. Mir ist die Lust vergangen. Sehr wohl, my lady. Dein Gewinn, du hast ihn dir verdient. Danke. Ja, geil, dankeschön. Das war ziemlich schwer, muss ich sagen. Weil da hat sich bei der ja gar nichts gereimt oder gar nichts irgendwie gepasst. War irgendwie strange. Lady Alette von Colancaster. Wir machen weiter. So, mal gucken, was uns hier erwarten wird. Ist hier ziemlich abgelegen, ganz im Osten, mittig der Karte. Ja! Jeden Tag welken meine wartenden Lenden. Wann wird er zu mir kommen? Ich weiß ein paar Dinge über die Liebe. Wirklich? Oder hast du nur meinen Geldbeutel klimpern hören? Ist das wichtig? Nein. Solange die Dorfkinder meine Tür nicht mit Gemüse bewerfen und mich eine alte Jungfer nennen. Du brauchst jemanden, der dich beschützt. Vor Kindern. Spar dir den Hohn.
Es gibt einen Mann, mit dem ich insgeheim schon seit Jahren verlobt bin. Aber sein Vater verwehrt uns die Ehe. Also wirst du ihn entführen und es echt aussehen lassen. Sein Haus ist unweit von hier, umgeben von roten Blumen. Warte, ich soll ihn entführen? Du erkennst meinen Liebsten an den roten Haaren. Und lass seinen Vater am Leben. Sein Tod würde unsere Freude nur dämpfen. Na gut. Ich röste ihm ein fettes Hähnchen. Da oben sind rote Blumen. Mag er einen Topf? Wir müssen ihn jetzt entführen. Was ist denn das für eine makabere Liebe? Naja, geil. Den Vater dürfen wir nicht töten, hat sie gesagt. Das muss das Haus ihres Geliebten sein. Ja. Komplett alles rote Blumen hier eingeklatscht, ne? Ist er das? Rote Haare. Ist das der? Der hat keine roten Haare. Lol, da steht er. Ich komme von deiner Geliebten. Wer bist du? Gut gespielt. Lass deinen Vater dieses Schauspiel glauben. Halt! Was? Was soll das? Ich, der furchtbare Wikinger Eivor, komme, eure Söhne zu stehlen. Hey, what? Jetzt muss ich erst noch gegen ihn kämpfen, oder was? Die Heiden kommen, uns in unseren Betten zu erworben. Was ist hier los, Alter? Schnell, jetzt müssen wir ihn führen, Leute. Spiel weiter so gut mit. Schnell, schnell, schnell müssen gehen, bevor der Vater ausrastet. Okay. Einfach so Leute entführen, ey. Es ist so makaber. Okay, wir gehen mal zu ihr wieder. Ich glaube, die fake das. Ich glaube, die kennen sich gar nicht. Nein, nicht aufsitzen. So, wir holen hier mal wieder runter. Dragon. So, komm mit, mein Kleiner. Das ist er. Oh, mein süßer Pudding. Bitte, lass ihn sanft herunter. Ja, na klar. Wer bist du? Was soll das? Schweig, mein Liebster. Alles wird gut. Warte, ist der Junge dein Geliebter oder nicht? Er wird es sein. Ich habe ihn schon seit Jahren beobachtet. Und nun wird er von meiner brennenden Liebe erfahren, dank deiner Hilfe. Du hast mich beobachtet? Das ist so... komisch und ekelhaft. Romantisch! Dass du solche Strapazen auf dich nimmst, um mein Herz zu gewinnen, das berührt mich an höchst unkeuschen Stellen. Ich danke dir. Nimm deine Belohnung und lass uns allein. Pflüge mich, weicher Bursche. Reiße das Unkraut von meinem Feld. Jupp, wir sollten gehen, bevor sie noch eskaliert. Tschüss. Jo, Leute. Wir befinden uns hier wieder vor dem nächsten Rätsel. Das ist wieder so ein Dungeon. Der befindet sich hier. Noch ein bisschen weiter östlich. Und hier müssen wir rein und rausfinden, oder beziehungsweise einen Schatz finden wieder. Ich würde sagen, wir gehen da mal zusammen rein. Ist immer ein bisschen tricky hier, die Höhlen, finde ich. Weiß auch gar nicht, wo es lang geht, ehrlich gesagt. Ach, da. Huh. Bisher ist es ja noch einfach. Ja, also bisher ist es ja noch easy, komm. Oh Gott, wo sind wir hier? Oh, okay. Okay, jetzt wird's tricky. Jetzt ist natürlich die Frage, wo geht's lang? Wahrscheinlich... Oh Gott, lass los. Wahrscheinlich oben durch. Hallo. Hier oben lang. Zack, zack. Hier gibt's dann so quasi so kleine Eisenerzadern. Die brauchen wir aber nicht. Ja, dann hier hoch. Ganz easy schmiesi. Noch mehr Adern. Jetzt sind wir gegen den Stein gerannt. Nice. Es gibt natürlich wie die ein oder andere Beule. Oh, jetzt müssen wir da rüber. Ja, das ist eigentlich selbsterklärend gerade. Bisher. Hier ist eine Leiche. Hier ist noch eine Ader. Überall Erz vorkommen. Hier ist Wasser. Ich glaube, tauchen müssen wir nicht diesmal.
Nee, tatsächlich nicht. Müssen hier rein. Das ist ja eine große Höhle wieder, ne? Oh, Spinnen. Spinnennetz. Welche Überraschung erwartet mich wohl diesmal? Oh no, was ist das denn? Das Horn von Bran Gallet aus dem Norden. Hier liegt ein durstiger Riese, sein Mund sehnt sich nach einem Trank. Stille sein Durst zehnfach, um seinen kostbaren Schatz zu empfangen. Oh, okay. Dann nehme ich mal an, wir müssen... Okay, wir müssen die Fässer hier frei bekommen. Zehn Stück hat er gesagt, ne? Ach, muss das unbedingt mit Pfeilen sein? Ach Mann, ich habe keine Pfeile mehr. Hier ist noch ein Fass. Müssen wir alle Fässer befreien tatsächlich? Alter, wie viele? Ja gut, dann rüste ich kurz einen Pfeil aus, schnell einen neuen. Leider hatte ich keine mehr. Ach, really? Weil ich in Animation war, ging es nicht. So. Da haben wir einen. So, so, so. Da haben wir einen. Da haben wir einen. Dort ist auch einer. Ah, hier wären noch Pfeile gewesen. Nicht Blindfisch. Blindfisch wahrscheinlich, oder? Blindfisch. Der Wein hat den Schacht gefüllt und bringt mir meinen Preis. Jetzt müsste ich ihn erreichen können. Echt? Ja, wo eigentlich? Ach, hier unten? Ein Trinkhorn. Sieht kostbar aus. Ein guter Fund. Cool, alter Keller. Ja, okay, das war einfach. Das war nicht so schwer. Oh, hier sind noch Kisten und so weiter. Okay. Ja, perfekt, Leute. Dann gehen wir zum nächsten Rätsel. Rätselhafte Tafelhorn. So, drittletztes Rätsel. Befindet sich hier im südlichen Teil an der Küste. Mal gucken, was wir hier machen müssen. Scheint wieder eine Versammlung zu sein oder irgendwas. Wir sind Wölfe. Was wie ein Mitternachtsnebel. Bitte, mein Schatz, du musst mir verzeihen. Ich kann nicht schlafen, nicht essen. Mit wem sprichst du? Hier ist niemand. Jetzt sind wir auf ewig beisammen, Frau. Du weißt nicht von meiner Seite. Flüsterst mir ins Ohr wie ein Mottenflügel. Wo kommt das Wehklagen her? Es ist, als würden die Wände vor Angst schreien. Dieser Mann wird von einer Missetat heimgesucht. Von einer Missetat wird er heimgesucht? Deine Haut war blass wie ein Bitter. Du hast auf die Fäden gepustet und sie sind zerrissen. Sie ist weg. Staub und Knochen. Staub und Knochen. Du hast etwas Unverzeihliches getan. Wow. Ich rieche die Schuld hinter dem Verwesungsgeruch. Was ist mit ihm? Nein, nein, was hast du getan? Ihr Schluchzen, ihre Schreie. Ich kann ihre Rufe nicht mehr hören. Und tschüss. Ich kann dich in den Wänden kratzen hören, Weib. Du gönnst mir keinen Moment Frieden. Kratzen, kratzen, kreischen, kreischen, heulen. Nennst mich einen Mörder. Ich hab dich geliebt, doch dann hörte ich, wie du mit den Spatzenintrigen ausgeheckt hast. Die ganze Nacht lang unter dem Mond, Ränke und Komplotte, um mir mein Geld zu stehlen, um meinen Geist zu verwirren, du hast mich gezwungen, dich zu töten. Es tut mir leid. Wir lieben uns auf ewig, auch im Tode. Er hat seine Liebste ermordet? Kein Wunder, dass ihm die Schuld den Verstand raubt. Krank. Sind wir noch krank. Okay, die Klagefee. Rätsel abgeschlossen. Wir ziehen weiter. Zweitletztes Rätsel. Hier in dieser Ruine. Ziemlich mittig unten im Süden. Mal gucken, was uns hier erwartet. Dichtung der Kuchen des Essens wäre ich die Bäckerin. Komm her und binde mich los. Lass diese Frau nicht frei. Sie folgt uns und verbreitet Unsinn. Ich glaube, dass mir von... Kannst du mal ruhig sein? Ich lese vor. Ich glaube, dass mir von ihrem Fersen tatsächlich die Ohren bluteten. Hilfe! Bitte! Tja. Oh, ich bin dir sehr dankbar. Warum warst du festgebunden? Ein kleines Missverständnis zwischen mir und den guten Menschen aus den umliegenden Dorfschaften
Wie ist dein Name? Eivor vom Rabenclan. Nun, ich hab dich befreit, also gehe deinem Leben nach. Warte! Darf ich fragen? Der liebliche Klang deiner Stimme, dein starker, göttlicher Gang. Du bist ein Krieger, nicht? Eine einsame Barke, die auf den Wogen der Gelegenheiten treibt. Wohlan, was sehe ich da am Horizont? Abenteuer? Die Sterne haben unser Treffen angekündigt. Ich bin Bardin Aswig, die Schmeichelnde. Schon von mir gehört? Nicht schlimm. Das Schicksal schickt dich zu meiner Anregung. Ich folge dir und hülle deine Heldentaten in Dichtkunst. Er schleicht im Schatten ganz behende. Ein Wunder, wenn ihn jemand fände. Flotter Fuß und stolzer Gang. Dich bedicht ich stundenlang. Wenn Ungemach und Ärger droht, hält Eivor inne und stellt sich tot. Verfolgt ihr mich jetzt ein Leben lang? Eivors Antlitz ist verhüllt. Really? Die Feinde sind von Angst erfüllt. Die folgt mir jetzt einfach, Leute. Was ist das denn? Eivor flieht vor dem, was war. Ja, er rennt und macht sich rar. Ja, dann komm mal. Schmerz, der meinen Becher überläuft. So, yeah, ich zeig dir das Kämpfen, meine Gute. Na, ist das gut genug? So. Es reicht. Lauf mir nicht nach. Ich muss. In deinen Fußstapfen zu wandeln, ließ mich am Krug der Eingebung nippen. Du bist der Sinn meines Lebens. Von mir bekommst du kein Geld. Nimm ein paar Münzen und geh. Dich loszuwerden ist mir jeden Preis wert. Was passiert, wenn... Ich gebe dir kein Geld, wenn es das ist, was du willst. Geld? Du beleidigst mich. Ich bin Künstlerin. Seelenloses Silber nährt mich nicht. Dichtung ist mein täglich Brot und Met. Also hoffe ich, dass das hier nicht blutig enden muss. Blutig? Schändlicher Judas, nein. Ich verabschiede mich. Okay. Ja, und jetzt? Ja, okay. Was nun? Ist es das Ereignis abgeschlossen oder wie? Ivors Antlitz ist verhüllt. Och nee. Hinfort, hinfort. Was ist denn mit ihr? Es reicht. Lauf mir nicht. Ich muss. Dann nimm jetzt. Really? Ich muss die Erde kommen. Nimm jetzt. Schluss jetzt. Ich werde mir dein Gefasel nicht länger anhören. Erst war der Hunger und nun sieh her, ein Festmahl. So lebe denn wohl, Eivor vom Rabenclan. Deine Heldentaten werden durch mich weiterleben. Ich danke dir, aber bitte, bitte geh. So lebe denn wohl, Oh, wie geil, ey. Wer muss sie echt bezahlen, Leute? Gut, hoffentlich nicht. Okay, Ereignis abgeschlossen. Man muss die echt bezahlen, sonst geht die nicht weg. Ja, nice. Dann ab zum nächsten Rätsel. Letztes Rätsel für diese Folge hier in Südexe. Das Rätsel befindet sich... Oh, sorry. Das Rätsel befindet sich genau hier, ganz im Westen, auch südlich der Karte. Bin mal gespannt, was das letzte Rätsel hier sein wird. Ja, wer ist die Hübscheste? Schnüffelt durchs Unterholz und bringt dem Herrchen ein Vermögen ein. Ein feines Mädchen bist du, Rüffelinchen. Kann ich mit dir reden? Hallo? Nettes Schwein. Schwein, du Banause. Rüffelinchen ist mehr als nur ein Schwein. Sie ist einzigartig und die schönste weit und breit. Soll ich euch zwei lieber alleine lassen? Bitte gerne. Nur nicht aus den Gründen, die du andeutest. Du verwirrst ihre zarte Nase mit deinem modrigen Geruch. Manche mögen meinen Geruch. Also ist sie ein Pilzschwein? Ich hörte von solch seltenen Tieren. Pilze! Pff. Sie erschnüffelt Schätze. Schätze? Der Eppinger Wald ist voll davon. Und Rüffelinchen findet sie. Ah, sie hat eine Fährte. Komm, ich zeig's dir. Okay. So ist es gut, meine Liebe. Finde Reichtümer für uns und du wirst die süßesten Beeren zu Abend essen. Okay, guck mal, was das Schwein drauf hat hier.
Letztes Rätsel für Südechse, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch bisher ein bisschen hier zeigen, wie das geht. Beziehungsweise, naja, ist eigentlich alles selbst erklärt, ne? Was heißt hier zeigen? Ich muss euch einfach so zeigen. Was ist los? Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen hier unterhalten. Mal gucken, was das Schweinchen noch so drauf hat. Ich nehme an, der kann halt, oder die kann halt Trüffelpilze erschnüffeln, oder? Noch mehr olle Socken. Räuber lassen sie herumliegen und sie wird von diesem gottlosen Gestank angezogen. Vergebene Liebesmüh. Ich lege mich hin. Wenn Rüffelinchen wegrennt, folge ihr bitte, ja? Was sie findet, teilen wir. Socken kannst du behalten. Es ist dein Schwein. Kannst du bitte deine Arbeit selbst machen? Alles klar. Lauf, Rüffel! Lauf, Rüffel! Etwas Schweres und Teures! Wie sich Eivor auch auf alles einlässt, ne? Wirklich. Er hinterfragt gar nichts, er macht einfach. Hier, oder was? Ja. Gucken, was wir hier haben. Und, was ist es? Eine Schatztruhe? Ein Schatz? Ja, gute Ausbeute. Eine Puppe. Schön, Rüffelinchen. Du bist wirklich die Beste. Los, Rüffelinchen! Renn, als wäre der Fenriswolf hinter dir her! Oh ja, dann würde ich aber sprinten. Dann würde ich aber sehr, sehr schnell sprinten. Das ist das mit Gullenbos, die aufnehmen. Freyers goldenem Eber. Was soll das denn? Wurdest du auch von Zwergen erschaffen? Was täte ich nicht für ein Tier, das so klug ist wie du? Weißt du, wir machen hier ein bisschen so Untersuchungsarbeiten und dann kommt die so ein Hirsch und rammt mich weg. Ich habe gar nichts getan. Er soll mich aber bitte nochmal rammen, dann geht's schneller. So, was haben wir hier? Ja, hallo? Hallo? Tötet das Tier. Es ist mehr wert als all eure Leben zusammen. Was ist denn das jetzt? Ich hol mir das Schwein aus deinen kalten, toten Händen. Ach ja? Hey! Du bist Schweinefutter! Ich beschütze dich, Rüffelinchen! Ey, lass Rüffelinchen in Ruhe! Der Ewe mit der goldenen Nase. Okay, cool. Das war Trüffelinchen. Besteck haben wir noch gefunden. Ja, da haben sie tatsächlich im Hinterhalt hier gewartet auf Schweinchen, ne? Ja, Leute, das waren alle Rätsel von Südsechse. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen helfen, den einen oder anderen ein bisschen unterhalten. Wir sind sowieso erst noch in der Endcard. Leute, das waren alle Rätsel von Südechse. Es ging schneller als erwartet, glaube ich. Ich habe das Video noch nicht geschnitten, aber ich sehe es ja dann gleich. Und ja, in der nächsten Folge machen wir wahrscheinlich noch das letzte. Und zwar von East Angla mit der Lunden-Kombination. Das wird auch noch sehr spannend. Und dann geht es endlich weiter mit der Hauptstory. Ich freue mich. Und dementsprechend hoffe ich bis zum nächsten Mal, Leute. Haut's rein. Euer Lucien, ciao.